Kickboxen auf dem Plan. Und damit ich auch den Zuschauer freischalten kann, darf ich einmal kurz mein Handy bedienen und dann auch allen freigeben. Und ich hoffe, dass sich schon die ein oder anderen jetzt in Vorfreude befinden und gleich mitmachen werden. Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viele. Ja. So, da bin ich. Wunderbar. Ist immer ein bisschen die Technik. Braucht ein bisschen, bis alles online ist. So, dann der Public. 8.59 Uhr bin ich voll in der Zeit. Yes! So, gebe ich gerade noch ein, zwei Sekunden. Der Livestream, der kommt immer nur so ein paar Sekunden versetzt. Genau, so. Ja, Dienstag, ja, der erste, zweite Tag der Woche steht vor uns. Bin schon ein bisschen früher aufgestanden, habe schon für mich auch ein bisschen trainiert, um jetzt fit zu sein. Ich sehe ja einen Teilnehmer. Yes! Guten Morgen! Mit am Start zu sein. So, Kickboxen. Ihr braucht an sich nur euch, also nicht nur an sich, ihr braucht nur euch und ihr braucht ein bisschen Platz um euch selbst. Ihr braucht, Mann, Luca, hey, du bist am Start, voll cool! Dienstagmorgen, sehr geil! Ja, also ihr braucht nur ein bisschen Platz. Braucht euch jetzt nicht die Hände bandagieren oder so, das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Hätte ich es machen können, muss nicht. Was ihr machen dürft, ihr dürft euch ein bisschen Musik reinschmeißen im Hintergrund. Ja, müsst nicht, könnt auch einfach nur meinen Anweisungen folgen. Aufgrund der ganzen Musikrechte bin ich da jetzt einfach ein bisschen, nicht vorsichtig, aber ist einfacher, wenn ihr euch einfach Musik im Hintergrund reinschmeißt und da könnt ihr alles reinschmeißen. Von Klassik, Schlager, Rock, Pop, was immer ihr möchtet. Ja? Ja, Luca, ganz viel Spaß beim Live-Zusenden. Ja, und Carina, hey, cool, du bist auch da. Ja, geil, sehr cool. Ja, also schmeißt euch Musik rein, das wäre super. Und Carina, ich glaube, ich habe da so eine Musikrichtung im Hinterkopf. Genieß es. Genau, und dann würde ich sagen, starten wir einfach. So, als wäre es Nummer 3, einmal kurz Hallo sagen. Ja, damit ich sehe, mit wem ich es zu tun habe. Ja, ich winke oder vielleicht will er anonym bleiben oder sie. So, gut. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach. Kommt nach hinten. Ich gehe nach hinten, nicht ihr geht nach hinten. Denkt, ihr seht mich. Und dann stellt euch vor, ihr habt ein Seil in den Händen und fangt einfach mal an, locker Seil zu springen. Ja, ganz locker die Füße. Beide parallel. Die springen locker Seil. Und bringen einfach gleichmäßig beide Füße. So, ich sehe da die dritte. Hey, sehr, sehr geil. Sehr cool. Guten Morgen. Jetzt weiß ich, wer Nummer 3 ist. Schön, dass du auch am Start bist. Sehr cool. So, schön springen. Wunderbar. So, jetzt verlagert mal ein bisschen das Gewicht nach rechts und links. Sehr gut. Ja, Frau IB. Weiß ich jetzt nicht, ob ich dich dann nennen darf, persönlich. Oh, ja. So, ihr springt mal ein Stück rechts und links. Stellt euch vor, ihr habt das Seil in Händen. Genau. Und wie gesagt, schmeißt euch gerne Musik rein. Ein bisschen lauter, ein bisschen leiser. So, jetzt nimmt den rechten Fuß nach vorne. Springt immer noch Seil und springt immer noch vor und rück. Einfach locker, vor und rück springen. Ja, wir springen Seil, vor und rück. Finde ich so cool, dass ihr am Start seid. Hey, war eine humane Zeit, ja? 9 Uhr. Kommt man richtig ausschlafen. Außer ihr habt euch alle gefreut, mit mir um 7 Uhr schon Kickboxen zu machen. So, wechselt die Seite. Links vor und rück. Immer noch schön Seil springen. Immer wieder. Genau. Schön gleichmäßig beide Hände schwingen. Und wenn ihr so das Seil schwingt, schaut man, dass der Ellenbogen immer enger im Körper ist. Ja, dass die Bewegung kommt ein bisschen aus dem Ellenbogen und der Rest aus dem Handgelenk. Aber die Ellenbogen sind schön eng. Also, linker Fuß ist immer nach vorne. Verlagert das Gewicht. So, wechselt nochmal rechts vor. Und immer wieder. Vor und rück. So, sehr schön. Ja, bevor wir auf die harten Schläge und die harten Kicks kommen, müssen wir den Körper natürlich erstmal ein bisschen auf Betriebstemperatur bringen. Wechselt die Auslage. Ja, im Kickboxen, im Thaiboxen, insgesamt in allen Kampfsportarten redet man immer von Auslage.
Im Moment ist euer linker Fuß vorne, das ist die sogenannte Linksauslage. Da befinden sich in der Regel immer die Rechtshänder. Jetzt wechselt nochmal, bringt rechts vor. Und in der Rechtsauslage sind dann in der Regel immer die Linkshänder. Ja, wir werden heute beide Auslagen trainieren. Also wenn du im Kampfsport wirklich regelmäßig trainierst, bleibst du tendenziell in deiner Auslage. Aber mir ist wichtig, dass wir einfach beide Seiten auch trainieren. Das ist schöner. Weil es springt seitlich nochmal rechts und links, um einfach in der Mitte zu sein. Ja, selbst wenn du Kampfsport betreibst, macht es Sinn, auch immer beide Seiten auch zu trainieren. Damit du da auch den Gehirnhälften rechts und links gut nutzt, ja, und nicht zu einseitig wirst. Ja, die starke Seite wird immer stärker, die schwache Seite immer schwächer. Wollen wir nicht. Gut. So. Jetzt darfst du mal im Wechsel, müssen wir die Hände zusammen, die Knie nach oben ziehen. So. Die Hände sind da, die kannst du so ineinander legen, eine auf die andere. Und dir das vorstellen, du hältst den Kopf fest und ziehst ihn nach unten. Und dann ziehst du einfach die Arme am Knie entlang außen vorbei. Ja, und ziehst hoch. Schön ziehen. Schön hoch. Schön ausatmen und ein. Hey! Manu! Ne, ich glaub's ja nicht. Bist auch am Start, sehr geil. Ja, schön. Auf geht's. Zieh mal schön ein paar Knie in den Bauch des Gegners. Abgefahren. Meine Fresse, da kommen jetzt alle. So, Eka, jetzt bist du doch geoutet. So, nächsten Mal. Bleib weit, tippelt auf der Stelle. Mach die Fäuste fest und schlag den Wechsel. Schön gerade nach vorne. Kampfsport nennt sich das ein Jab und ein Punch. Im Moment sind wir ja nicht in irgendeiner Auslage, sondern schlagen im Wechsel. Jab und Punch. Im Prinzip der gleiche Schlag, wenn man gerade so parallel steht. Wenn man aber in seine Aussage geht, ist der Punch immer derjenige, der ist der kraftvollere. Ja, der mit seiner als Rechtshänder rechte Seite, Linkshänder linke Seite, der hintere Schlag. Jab die Vorhand, Punch die Schlaghand. So, und jetzt Schlag von unten nach oben. Uppercut. Ja, Entschuldigung, dass das Licht ein bisschen sich verändert. Das ist einfach die Belichtung. Der Uppercut. Er kommt von unten. Ja, die Ellenbogen sind eng am Körper, senkrecht hoch und der haut dann wirklich ganz gut durchs Kinn. Man kann die Faust schlagen, Faust in der Position, oder mal die Faust manchmal auch drehen, da kommt man ein bisschen leichter durch die Deckung des Partners durch, des Gegners. Ja, und immer wieder versuchen, die Ellenbogen schön eng zu bringen, die Schultern tief zu lassen. Und jetzt im Wechsel Haken schlagen, ja, aus der Deckung. Kopfhaken von der Seite. Und dabei kommt der Unterarm parallel zum Boden, der Ellenbogen schön hoch. Und ihr schlagt schön im Wechsel eure Haken. Genau. Sehr gut. Immer wieder. Schön gleichmäßig. Schön schlagen. Sehr gut. Bleibt dran. Kleines Stück noch. Und nochmal, gerade nach vorne. Jab Punch. Ja, so bringen wir den Körper schön auf Betriebstemperatur. Und schön lang die Arme machen. Immer lang. Ja, was ich häufig sehe, ist, dass die Ellenbogen so leicht, nur noch leicht gebeugt bleiben. Hier, so. Ja, nur hier vorne geboxt wird. Immer schön lang die Schläge machen. Lang nach vorne. Und jetzt wieder von unten. Uppercut. So. Mal gucken. Ich weiß, der eine oder andere, der hat schon mal auch mit Pratze gearbeitet oder mit einem Partner. Wie sich das jetzt für euch anfühlt. Und jetzt nochmal der Haken, rechts und links. Sehr gut. Ja, schön gleichmäßig. Immer wieder rechts, links und immer wieder den Ellenbogen zurück an den Körper führen. Und letzten Wiederholungen. Jetzt bleibt mal mit deinem Ellenbogen und deinem Arm schön eng. Schau, dass die Faust am Kopf bleibt. Ja, die schützt immer und gleichzeitig, dass die Ellenbogen die Rippen schützen, den Brustkorb. Das verhindert, dass dann die Schläge und die Kicks hier rankommen. Und immer noch weiter tippeln. So, was wir jetzt immer machen, mal im Wechsel. Schnell ein Bein, ein Knie hochziehen und blocken, so nennt sich das. Ja, wir tippeln, wir blocken, die Ellenbogen sind außen und das Knie zieht weit nach außen
oben. Der Fuß ist angewinkelt. Seht ihr vielleicht? Tippeln, tippeln und Block. Tippeln, tippeln und Block. Der Ellenbogen schön außen am Knie entlang vorbei oder am Oberschenkel. Da blockst du dich, wenn ein Schlag oder auch ein Kick kommt. Eher sogar ein Kick als ein Schlag. Und weiter. Block. Immer wieder. Zwei, drei Schritte und Block. Zwei, drei Schritte und Block. Den Fuß schön hochziehen und Block. Schritt und Block. Faust schön oben und wieder Block. Genau, immer weiter tippeln und Block. Letzten zwei, Block. Einmal noch und Block. So. Da kann man die Arme ausbringen, den rechten Fuß ein bisschen nach vorne. Ja, Schultern schön locker. So, jetzt nimmst du die Deckung wieder auf. Die vordere Faust, naja, nah am Kopf, kann ein bisschen auf Abstand sein, siehst du vielleicht. Ja, aber auf Kopfhöhe. Die hintere bleibt schön am Kopf und der Ellenbogen, der bleibt hier dran. Also rechte Hand ist vorne. So, jetzt verlagern wir immer das Gewicht nach vorne, nach hinten. Wir springen so dynamisch rein und wieder raus. Rein und raus. Der Sprung in die Zone, in die Kampfzone rein und wieder raus. Du willst ja immer einen Abstand zum Gegner haben, damit er nicht dich die ganze Zeit versemmelt. Braucht man nicht. Oder die Gegnerin. Deswegen immer wieder rein in den Kampf, in die Fight-Zone. Und wieder raus. Rein und raus. Rein und raus. So. Du siehst jedes Mal, wenn du nach vorne gehst, schlägst du einen Jab. Ja, die vordere Hand. Das ist deine rechte Hand im Moment. Rechte Faust. Rein und raus. Rein und raus. Links die Faust bleibt oben. Ja? Die geht immer ganz gerne mal vergessen. Ja, wenn ich mir mein erstes Kampfvideo ansehe, weißt du, meine Hand war hier unten. Hey! Also immer wieder, ja, man lernt nie aus. Also schön die Deckung oben lassen, rein und raus, ja, Schlag und zurück, Schlag und zurück, Schlag und zurück, vor und rück, vor und rück. Noch zweimal. So, jetzt springst du vor und schlägst einen Jab Punch und gehst dann zurück. Vor, Jab Punch und zurück. Das ist der Jab, die Vorderhand, Punch die hintere und auch hier, ja, Schultern schön lang machen. Drehst du dich richtig rein, die Schulter kommt hoch automatisch, weil die schützt den Kopf, die dreht so ein bisschen ein. Ja? Jab, Punch und zurück und wieder. Jab, Punch und zurück. Go. Jab, Punch und zurück. Jab, Punch und zurück. Jab, Punch und zurück. Schön fest die Faust. Jab, Punch und zurück. Go. Jab, Punch und zurück. Jab, Punch und zurück. Lang die Arme machen, schön fest die Fäuste. Ja, weil die Fäuste geben auch Spannung in den Arm und verhindern, dass die Gelenke so durchschlagen. Ja, wir wollen ja nicht so durchhauen, das ist unangenehm fürs Gelenk. Immer mit Spannung arbeiten. Jab, Punch und zurück. Jab, Punch und zurück. Jab, Punch und zurück. Bam, bam. Bam, bam. Schön ausatmen bei jedem Schlag. Ja, hört euch selbst. Beim Atmen zu. Jab, Punch und zurück. Nochmal. Jab, Punch und zurück. Noch zweimal. Und lockern. Rück mal die Arme auslockern. Über die Mitte jetzt Stück für Stück mal in die andere Auslage kommen. Ja, linker Fuß ist vorne, Deckung ist wieder da. Jetzt sind wir in der Linksauslage. Das ist schön für alle Rechtshänder. Ja, vorher war es schöner für die alle Linkshänder. So, wir springen wieder in die Fight-Zone rein und raus. Rein und raus. Rein und raus. Und verbinden das jetzt jedes Mal mit einem geraden Jab. Ja? Linke Faust. Vor und rück. Vor und rück. Vor und rück. Sehr cool. Vor und rück. Vor und rück. Hinten schön die Deckung oben lassen. Fäuste zu. Ja? Nicht so hier die Finger locker lassen, aber richtig Finger zusammen. Daumen an die Finger. Ja, in den Handschuhen sieht das dann nochmal ein bisschen anders aus. Da kommt der Daumen nicht rum. Schön vor und rück. Vor und rück. Schön lang vor und rück. Lang vor und rück. Rein und raus. Schau, dass die Schulter mit hochkommt, dass sie den Kopf schützt. Ja, richtig schön lang. Und die Faust immer auch auf Kopfhöhe. Nicht im Bauch, nicht da hoch. Kopfhöhe schlagen. Jedes Mal, wenn du vorkommst, schlag einen Jab Punch. Linke, rechte und zurück. Linke, rechte und zurück. Linke, rechte, zurück. Und dreh dich schön mit. Jab, Punch und zurück.
Japan, schon zurück. Ja, ja, sieht cool aus, würde ich jetzt mal sagen. Japan, schon zurück. Oh. Ich gehe davon aus, dass es prima aussieht. Ja? Bei so einem coolen Training, hey, da kann das nicht besser werden. Ich sehe euch jetzt schon lachen. Luca lacht sich jetzt schon tot. Karina auch. Ja, Ilka. Und Manu, komm. Ist Sven auch dabei? Ja, vielleicht auch die Kids. Komm, Jab Punch. Jab Punch. Sehr cool. Jab Punch. Schön lang die Arme. Jab Punch. Ja? Und auch diejenigen, die das Video ein bisschen später erst anschauen. Immer schön drauf achten, lang die Arme zu machen. Und jeden Schlag mit voller Power. Ja? Jab Punch und zurück. Jab Punch und zurück. Jab Punch und zurück. Jab Punch und zurück. Ja, letzten drei. Zwei. Und einer noch. Und locker. So. T-Shirt rutscht ein bisschen. So, die Schultern mal kreisen. Lockern mal die Arme. Das ist okay. Leider nur du. Ist doch wunderbar. Ist doch schön, wenn du da bist. Beide Arme. Mal weit nach hinten. Sie wissen nicht, was sie verpassen, diejenigen, die es nicht mit live machen. So, jetzt ein Arm vorwärts und den anderen rückwärts. Ganz gerne weiterlaufen dabei. Jetzt wechsel die Richtung. Genau. Sehr schön. Und jetzt bleibst du in der Mitte einfach noch einmal stehen. Die Füße gerne ein bisschen weiter, Hände zusammen. Sie sind leider nicht ganz hoch. Die Arme schön lang. Versuch mal den Kopf mit den Armen einzuklemmen und dich jetzt weit nach rechts zu lehnen. Die Beine bleiben stehen. Und über die Mitte zur linken Seite kommen. Gern sogar jetzt mit den Füßen noch ein bisschen weiter auseinander. Noch einmal nach rechts. Rutsch noch weiter, weiter, weiter. Komm, komm, komm. Und nach links. Gut. Jetzt bleibst du in der Mitte. Die Füße bleiben weit, wenn noch Platz ist. Nimmst die Hände zum Boden. Versuchst die Füße so weit du kannst auseinander nochmal zu öffnen. Ja, mit den Händen einmal nach vorne zu laufen. Das Becken durchsinken lassen. Ja, schön lächeln und genießen. Dann nochmal zurück. Vielleicht noch ein Stückchen weiter rutschen. Gut. Dann die Füße zusammenbringen. Die Hände bleiben am Boden. Kopf einmal sinken lassen. Die Hände zu den Fersen nehmen. Den Kopf zu den Knien ziehen. Vielleicht sogar durch die Knie. Ist die Knie gestreckt. Schön gleichmäßig durchatmen. Zieh dich ruhig noch ein bisschen weiter mit dem Kopf zu den Knien. So weit, wie es für dich passt. So, lass die Beine gestreckt, komm hoch und schüttel die Beine. So, wir gehen wieder in Rechtsauslage. Unser Start, wir nehmen die Deckung hoch. Ja, schön immer in meine Grundposition und immer wirklich auch hier locker sein, weil du kannst sowohl dadurch die Kicks abwehren, du musst nach unten flexibel sein, aber auch schauen, dass du nach oben die Fäuste nehmen kannst. Nur hier keine Chicken Wings machen, sondern ja, für die Mädels, presst die Brüste ein. Jungs, ab ans Sixpack. So, kleine Kombination. Fangen wir jetzt mal an zu schlagen. Wir schlagen einen Jab, einen Punch von hinten und schieben dann das hintere Knie, das linke Knie, spitz nach vorne. Ja, das ist eine ganz einfache Kombination. Ein Jab und ein Punch, Deckung wieder aufnehmen. Linkes Knie spitz nach vorne. Also Jab, Punch, Deckung und Knie. Jab, Punch und Knie. Kannst erstmal Jab, Punch zurücknehmen und dann das Knie. Fangen wir erstmal so mit an. Jab, Punch, Deckung aufnehmen und das linke Knie schön in den Bauch, ja, das Gegenübers reinschieben. Wichtig dabei ist, der Fuß ist schön lang. Ja, und du versuchst die Kniespitze schön weit nach vorne zu schieben. Jab, Punch und Knie. Kräftig ausatmen dabei, weil es stellt sicher, dass die Bauchmuskeln angespannt sind, ja, und den Rücken dadurch schützen. Gerade durch dieses nach vorne Schieben des Beckens. Schub. Ja. Die Deckung nochmal oben lassen. Auch beim Knie. Jab Punch und Knie. Ja. Die Deckung halten oder auch den Arm als Gegenzug. Das kommt gleich zu nehmen. Unterscheidet sich einfach von den verschiedenen Kampfsportarten. Ja? Bei dem einen tendiert man eher, die Deckung oben zu lassen,
bei dem nächsten im anderen Gegenzug. So, einmal noch. So, jetzt wechselt mal die Seite. Jab Punch, links beginnt und diesmal rechtes Knie spitz. Jab Punch und Knie. Jab Punch und Knie. Sehr schön. Schön das Knie richtig nach vorne, spitz, ja, richtig spitz nach vorne. Könnt ihr mich als Zielscheibe nehmen, haut mir in den Bauch. Jab Punch und Knie. Jab Punch und Knie. Jab Punch und Knie. Jab Punch und Knie. Und jetzt seht ihr vielleicht schon, dass ich so ein bisschen den Punch als Gegenzug nehme. Jab Punch, ich ziehe zurück und dann kommt das Knie. Jab Punch und Knie. Jab Punch und Knie. Aber jetzt ein bisschen schneller. Jab Punch und Knie. Ja, in dem Moment, wo der Punch zurückgeht, schiebt das Knie nach vorne. Jab Punch und Knie. Schön auf Kopfhöhe schlagen. Jab Punch und Knie. Deckung wieder aufnehmen. Einmal noch. Und lösen. Komm wieder mit rechts nach vorne. Wir schlagen einen Jab Punch. Das hintere Knie wieder. Ein Aufwärtshaken mit rechts. Und ein Kopfhaken mit rechts. Also, rechte Hand, linke Hand. In dem Moment, wo der Arm zurückgeht, Knie vor. Dann rechts, aufwärtshaken, seitwärtshaken. Dann machen wir langsam gemeinsam. Jab, Punch, Knie, aufwärts und seitwärts. Ja, du gehst immer wieder zurück in die Deckung. Jab, Punch, Knie, jetzt aufwärts, seitwärts. Und du kannst natürlich schneller werden als ich. Ja, du musst nicht auf mich warten. Wenn du das Gefühl hast, du bist ein bisschen schneller, mach das ruhig. Ja, und jeden Schlag richtig schön mit Schmackes. Jab, Punch, Knie, aufwärts, seitwärts. Und schön reindrehen. Jab, Punch, Knie, auf, seitwärts. Und du siehst, wie ich richtig schön mit reindrehe. Ja, die Hüfte, die entscheidet darüber, wie fest ein Schlag auch wird. Also nicht die Schultern, nicht die Arme, sondern immer das Becken. Nicht umsonst haben die ganzen Kampfsportler so einen krassen Six oder auch Eight-Pack. Ja? Jab, Punch, aufwärts, seitwärts. Also kommt ihr jetzt nicht drum rum, Sommertraining schön mit mir Kickboxen zu trainieren. Yes! Aufwärts, seitwärts. Noch einmal. Und jetzt wechseln wir direkt die Auslage. Links ist vorne. Jab, Punch, Knie. Aufwärts links, seitwärts links. Also linke, rechte, rechtes Knie. Aufwärts, seitwärts. Und ihr werdet merken, ihr habt eine, naja, bessere Seite. Und das ist auch okay so. Nur umso wichtiger dann auch die schwache Seite mal zu trainieren. Aufwärts, seitwärts. Jab, Punch, Knie. Aufwärts, seitwärts. Und richtig reindrehen in den Schlag. Das darf richtig scheppern. Ja? Wenn du nach den paar Wochen hier Heimtraining auf einmal mit jemand arbeitest, mal draufschlägst, puh, der hat keinen Spaß. Ja, so fest dein Haken ist. Komm. Ja? Jab, Punch, Knie. Aufwärts, seitwärts. Ja, nur bedenke, das Training ist nicht da, um sich abends zu prügeln, sondern ganz gezielt auch, ja, mit der Kraft umzugehen. Kampfsportler sind aus meiner Sicht die friedvollsten Lebewesen. Ja. Man lernt sehr früh, mit seinen Kräften umzugehen. Also, Jab, Punch, Knie, aufwärts, seitwärts, letzten 10 Sekunden, go. Jab, Punch, Knie. Aufwärts, seitwärts. Knie, aufwärts, seitwärts. So, eine Runde Seilspringen. Schön springen. Ja, wer ein Seil hat, darf das natürlich auch gerne direkt nutzen. Überhaupt kein Problem. Guckt immer, was ihr zu Hause habt und nutzt das. Ja, auch wenn ich meine Homeworkouts mache und ihr habt zum Beispiel Zusatzgewichte, nehmt die. Ja? Ich kann ja jetzt nicht in alle Wohnzimmer reinschauen. Ich kann euch nur da noch Tipps geben. Ihr könnt mir auch gerne im Nachgang noch ein paar Fragen stellen. Kann ich das so und so machen? Ja, klar, könnt ihr mal. Ja, schreibt mich gerne an. Meine E-Mail ist auch unter meinem Videoblog hinterlegt, beziehungsweise in diesem About-Sektor. Also könnt ihr mich anschreiben, aber auch, glaube ich, über YouTube oder Facebook. So. Also nochmal richtig schön springen. Und für die letzten paar Sekunden mal die Knie so hoch wie möglich.
nehmen. Ja? Seil springen, Knie hoch und wieder locker. Weiter springen, weiter springen. Und gleich noch zweimal. Und nochmal. Knie schön hoch, 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 hoch. Ja, so hoch ihr könnt. Schön hoch die Knie. Und wieder locker. Einmal noch und go. Schön hoch, 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 hoch. Und locker. So, kurz durchatmen. Den rechten Fuß nach vorne bringen. Ja, ihr trinkt bitte immer so oder macht eine Pause, wie es für euch benötigt ist. Das wäre mir lieb. So, wir schlagen wieder einen Jab Punch. Das hintere Knie. Jetzt kommen wir mit dem hinteren Fuß. Ja, das hintere Knie nochmal bringen. Nochmal hoch nach vorne. Das kriegt der sogenannte Push Kick. Also, Jab Punch. Spitzes Knie kurz absetzen. Knie nochmal hoch. Und dann versuchen mit dem Fuß weit nach vorne zu schieben. Ja, den Vordermann. Jab Punch. Knie. Weg zu pushen, weg zu drücken. Jab, Punch, Knie und Push. Ja. Und Push. Und nochmal. Jab, Punch, Knie und Push. Lass die Deckung noch oben. Jab, Punch, Knie und Push. Kräftig ausatmen mit jedem Knie und den Push geht vor allem. Ja. Das darf richtig laut werden. Ja, ihr könnt euch jetzt vorstellen, ihr würdet wirklich was wegtreten. Ja, ihr könnt euch mal draußen hinstellen, die Mülltonne umkicken. Müsst ihr dann natürlich danach wieder aufräumen. So, Jab Punch, Knie und Push. Und nochmal, Jab Punch, Knie und Push. Sehr gut, noch zweimal. Jab Punch, Knie, war ich zu schnell, und Push. Einmal mehr, Jab Punch, Knie und Push. So, lockert. Gleiches Spiel. Linke Seite, Deckung ist da. Ja, Fäuste sind oben. Wir fangen an mit links. Linke, rechte. Rechtes Knie und rechts der Push. Jab, Punch. Knie und Push. Ja, und schaut, dass ihr immer schön weit und diagonal wieder landet. Jab, Punch. Knie. Nicht, dass ihr auf einmal hintereinander steht und dann wird es wackelig. Ihr braucht immer eine gute Standfläche. Ja, Jab, Punch, Knie. Und dann aber auch kein Spagat. Ja, schön locker, schulterbreit. Bisschen weiter als schulterbreit stehen. Und immer wieder zurückkommen. Jab, Punch, Knie und Push. Und weiter. Jab, Punch, Knie und Push. Ja, schaut beim Knie, dass der Fuß schön spitz bleibt. Und dann nach vorne, ganze Fußfläche. Knie und Push. Nochmal. Jab, Punch, Knie und Push. Jab, Punch, Knie und Push. Bleib dabei. Jab, Punch, Knie und Push. Komm, gleich ein Stück noch. Knie und Push. Und dann schauen wir mal, wie fit euer Gedächtnis ist. Wie viel da noch drankommt. Knie und Push. So, wechsel die Seite. Geht weiter. Wir haben das Jab Punch. Knie und Push. Ein Aufwärtshaken, ein Kopfhaken und nochmal ein Knie. Jab Punch. Knie. Push. Aufwärts, seitwärts und nochmal das hintere Knie ganz spitz. Jetzt könnt ihr beim letzten Knie mal richtig den Kopf nehmen und. Ja, ist jetzt die brutale Seite. Jab, Punch, Knie, Push, Kick. Aufwärts, seitwärts, Kopf schnappen und das Knie spitz. Ja, die Hände seitlich am Bein vorbei. Jab, Punch, Knie und Push. Aufwärts, seitwärts und spitzes Knie. Sehr gut. Kräftig ausatmen. Go. Jab, Punch, Knie und Push. Aufwärts, seitwärts, spitzes Knie. Sehr gut. Knie, Push, aufwärts, seitwärts. Und immer wieder, wenn du hinten bist. Jab, Punch, Knie und Push, aufwärts, seitwärts. Spitzes Knie, bleib dran. Jab, Punch. Ja, wir sind immer noch die ganze Zeit in der gleichen Kombination. Jab, Punch, Knie, Push, aufwärts, seitwärts. Spitzes Knie, komm noch zweimal. Jab, Punch,
spitzes Knie, push, aufwärts, seitwärts. Knie, letztes Mal. Und dann wechseln wir noch nicht die Seite. Komm einmal zum Boden. Liegestütz. So, Mädels gerne auf den Knien. Füße, Hände, Jungs gerne auf den Zehenspitzen. Und dann kommt nach unten und bringt das Brustbein bis ganz runter. Ja, und das ist mir wichtig, dass ihr wirklich bis runter kommt. Wenn ihr eine kleine Bewegung macht auf den Zehenspitzen, nichts, dann geht lieber auf die Knie und kommt ganz nach unten. Ja, berührt den Boden mit dem Brustbein, kommt ganz runter, atmet ein, atmet aus. Kommt tief und hoch, das Becken schön mitnehmen. Kommt tief und hoch, tief und hoch. Die Ellenbogen ganz weit nach außen, auf geht's. Tief und hoch, weiter. Komm, tief und hoch, bleibt dabei. Tief und hoch, schön gleichmäßig. Und letzten 30 Sekunden, bleib dran, tief und hoch. Du kannst schneller, du kannst langsamer werden. Mir ist aber wichtig, dass du in der Bewegung bleibst. Ja, immer wieder tief gehen und hoch drücken. Tief und hoch. Bleib dran. So langsam brennen dann die Arme und die Schultern. Gut so. Komm, letzte Sekunde. Bleib dabei. Bleib dabei. Letztes Mal. Jetzt komm schnell hoch. Tippelweit. Und schlag so schnell du kannst, immer die Arme lang nach vorne. Ja, Jab Punch. Wie zu Beginn, wenn wir die Übung gemacht hatten, schlägst du ganz lang vor und wieder rück. Und immer wieder zurück in die Deckung. Ja, immer wieder hier gucken, dass der Ellenbogen nah an den Körper kommt. Deckung ist oben. Schlägst Jab Punch. Und wieder aufwärts haken. Schön auf Frequenz. Die Spannung schön in den Arm halten. Faust fest. Ja, senkrecht hochschlagen. Go, 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 go. Kleines Stück noch. Sehr gut. Immer wieder senkrecht hochschlagen. Kleines Stück noch. Go, go. Und letzte Runde. Nochmal hier seitwärts haken. Ja, der kommt hier hoch. Arm parallel zum Boden, Ellenbogen ist schön oben. Es geht nicht von oben, es geht nicht von unten der Schlag, der kommt von der Seite. Und immer schön auf Schulterhöhe, beziehungsweise schon Kopfhöhe, was die Arme bringen. Sehr gut. Letzte Sekunden. Dann kommt zum Stehen wieder. Jetzt das linke Bein vor. Jetzt nehmen wir die gleiche Übung, Kombination wie eben auf der linken Seite. Deckung ist oben. Du schlägst einen Jab, einen Punch, ein hinteres Knie. Ja? Ein hinterer Pushkick, Entschuldigung. Ein Uppercut, ein Haken und ein spitzes Knie. Ich meine, einen Pushkick ans Ende gebaut. Jab, Punch, Knie, Push, Uppercut, seitwärts Haken, spitzes Knie nach vorne. Und dann auch immer wieder zurück in die Auslage. Jab, Punch, Knie. Push, Uppercut, seitwärts haken, spitzes Knie. Jab, Punch, Knie und Push, Kick. Aufwärts, seitwärts, spitzes Knie. Knie und Push. Aufwärts, seitwärts, spitzes Knie. Bleib dran, kleines Stück noch. Knie und Push, sehr schön. Komm, zieh durch. Ja, jeden Schlag, jedes Knie. Mit voller Kraft nehmen. Aufwärts, seitwärts. Und das Knie. Punch. Bam, bam. Ja? Am Ende des Tages zählt nicht, ob ihr den Schlag falsch gesetzt habt, sondern nur, ob ihr geschlagen habt. Dann ist egal, ob ihr mal einen Aufwärtshaken oder einen Kopfhaken geschlagen habt. Hauptsache der Treffer, ja, ist gelandet. Jab, Punch, Knie. Und Push-Kick, Aufwärtsseite, Knie, letztes Mal, Jab-Punch, Knie und Push, Aufwärtsseite und spitzes Knie. Sehr gut. Lockert, rechts, links. Atmen kurz durch. So. Okay, wir bleiben in dieser Bounce-Bewegung, rechter Fuß ist vorne. Und jetzt hatten wir das vorhin schon, ganz am Anfang. Dieses Rein- und Rausspringen. Ja, du bist ganz mobil
Und für die Schläge haust du so fest du kannst. Ja, so wie jetzt. Einfach mal ein Jab. Pam! Und wieder zurück. Ja, du hältst und wieder Jab. Und wieder zurück. Ich sag einfach, wenn es losgeht. Und nochmal Jab. Gut. Jab, Punch. Bam, bam. Und zurück. Deckung bleibt oben. Jab, Punch. Ja, nochmal Jab, Punch. So, jetzt Jab, Punch, Haken rechts. Go. Jab, Punch, Haken. Und zurück. Ja, nochmal Jab, Punch, Haken. Bam, bam, bam. Und zurück. Jab, Punch, Haken. Jab, Punch, Haken. Und zurück. Go. Jab, Punch, Haken. Jetzt noch das hintere Knie dazu. Linkes Knie. Go. Jab, Punch, Haken. Linkes Knie. Und zurück. Ja, so schnell du kannst. Schön mit Kraft. Und nochmal. Jab, Punch, Haken. Linkes Knie. Und zurück. Nochmal. Go. Jab, Punch, Haken. Linkes Knie. Rechtes Knie hinterher. Dafür machen wir einen kleinen Schritt. Seht ihr das? Jab, Punch, Haken. Rechtes Knie. Linkes Knie. Dafür müssen wir ein bisschen vorwärts laufen. Ich sage, wenn ein Start wird, Deckung oben lassen und go. Jab, Punch, Haken. Hinteres Knie, vorderes Knie und zurück. Und nochmal. Jab, Punch, Haken. Hinteres Knie, vorderes und zurück. Kräftig ausatmen, Spannung halten. Und go. Jab, Punch, Haken. Hinteres Knie, vorderes Knie und zurück. Deckung oben. Und wieder. Jab, Punch, Haken. Hinteres Knie, vorderes Knie. Komm. Letzte Sekunde. Go. Jab, Punch, Haken. Noch einmal. Bereit. Und go. Jab, Punch, Haken. Rechtes, hinteres Knie, vorderes Knie. Und locker. Bring links nach vorne. Verlagere das Gewicht wieder. Hin und her. Linke Schulter ist vorne. Ja, Ellenbogen sind schön eng. Fäuste auf Kopfhöhe. Erster Schlag, nur der Jab. Bereit machen und go. Rein und raus. Ja, rein in die Kampfzone, wieder raus aus der Kampfzone. Go. Rein und raus. Ja, rein in den Schlag und wieder raus. Nochmal. Rein und raus. Nochmal, nur der Jab. Go. Richtig schön mit voller Kraft. Go. So, jetzt Schlag, Jab, Punch, beide Schläge. Go. Jab, Punch und zurück. Ja, schön mit Kraft, rein und wieder raus. Go, Jab, Punch und zurück. Go, Jab, Punch und zurück. Deckung ist oben. Go, Jab, Punch und zurück. Go, Jab, Punch und zurück. Und jetzt noch der linke Kopfhaken hinterher. Bereit? Go, Jab, Punch, Haken und zurück. Go, Jab, Punch, Haken und zurück. Go, Jab, Punch, Haken und zurück. Schön den Ellenbogen hochbringen. Ja, schön von der Seite reinknallen lassen. Und go, Jab, Punch, Haken und zurück. Go, Jab, Punch, Haken und zurück. Und dreh dich schön mit. Ja, Deckung oben lassen. Jab, Punch, Haken, go. So, jetzt kommt das hintere Knie hinterher. Noch dran. Bereit. Ja, schön vor und rück. Und go, Jab, Punch, Haken. Hinteres Knie und zurück. Ja, reingehen in die Kraftzone, wieder raus. Und go. Jab, Punch, Haken. Hinteres Knie und zurück. Bereit? Und go. Jab, Punch, Haken. Hinteres Knie und zurück. Und go. Jab, Punch, Haken. Hinteres Knie und zurück. Du kannst auch beim Knie jetzt mal anfangen, den Kopf zu ziehen. Ja, ziehen. Go. Jab, Punch, Haken. Hinteres Knie. Und vorderes Knie hinterher. Go. Jab, Punch, Haken. Hinteres Knie, Schritt, vorderes Knie. Ja, du bewegst dich vorwärts. Bereit? Go. Jab, Punch, Haken. Hinteres Knie, Schritt, vorderes Knie. Zeig es nochmal seitlich. Bereit machen. Und go. Jab, Punch, Haken. Hinteres Knie, vorderes Knie. Schön die Hüfte. Mit vor. Und go. Jab, Punch, Haken. Hinteres Knie, vorderes Knie. Deckung ist oben. Und go. Jab, Punch, Haken. Hinteres Knie, vorderes Knie. Letzte Sekunde. Go, go, go. Noch zweimal. Bereit machen. Jab, Punch, Haken.
hinteres Knie, vorderes Knie. Ja, diejenigen, die heute zum ersten Mal mitmachen, go, jab und tucken, lernen gerade ganz schön viele neue Techniken. Lass es alles wirken, ja, das kommt alles mit der Übung, überhaupt gar kein Stress. So, rechter Fuß ist vorne, Deckung ist oben. Ich liebe das, die Knie, und noch mehr muss ich sagen, liebe ich die Push-Kicks. Die sind richtig cool, weil die haben nämlich richtig Rums. Ja. So, was wir machen, wir sind wieder rechts vorne. Ja, wie ihr merkt, ich wechsle immer die Auslage nach einer Sequenz. So, hinteres Bein, das Knie zieht hoch, du pushst und kommst zurück. Und nochmal, push. So, im Moment ist die Deckung schön oben, die bleibt auch oben noch. Ja, versuch mal das Becken schön nach vorne zu schieben. Ja, wie schnell du kickst, überlasse ich dir. Wichtig ist mir, dass du die volle Kraft nutzt mit jedem Push. Vor und wieder rück. Und vor und rück. Und jetzt nimmst du den gleichzeitigen Arm des Kickbeines, nimmst einen Gegenzug. Kommt mehr aus dem Thai-Boxen. Ja, Gegenzug und zurück. Der Gegner fliegt sowieso schon durch die Gegend. Da brauchst du jetzt nicht zwingend die Deckung oben lassen. Die gibt dir dann noch mal ein bisschen mehr Rums. Ja? Und push. Und wieder Push-Kick. Knie vor, Fuß vor. Die Techniken sind wirklich im Kick und Thai-Boxen einen Tick unterschiedlich. Wenn man aber beides weiß, ja, kann man damit gut umgehen. Man lernt dazu. Es ist immer gut, mehrere Dinge gleichzeitig zu lernen. Nicht nur eine. Immer wissen, was geht. Und push. Schön kräftig ausatmen. Deckung hoch. Und push. Und push. Komm, einer noch. Und push. So. Bevor es jetzt zur anderen Seite geht, starte sie eng. Und springt bitte weit. Ja? Drop Jump. Wir springen tief und kommen hoch. Die Arme könnt ihr einfach, ja, mit zur Seite nehmen. Ja, wenn man denkt, im Kickbox-Workout würde nur gekickt und geschlagen, Pustekuchen, da müssen auch noch ein paar andere Übungen noch mit reingebaut werden. Ja? So wie die Liegestütze, wie die Drop Jumps. Schön tief und hoch. Tief und hoch. Und jetzt sehe ich schon, wie eure Muskeln im Gesicht gerade sich anspannen, weil die Beine gerade schwer werden. Letztes Mal, oben Stopp. Komm in die lange Liegestützposition. So, Becken bleibt oben. Zehenspitzen aufgestellt. Noch, jetzt zieht mal das linke Knie nach vorne und halte es. Schön halten. Wechselt die Seite. Nochmal wechseln. Ja, und immer das Knie vorne knapp über der Brust halten. Und wechseln. Ellenbogen sind leicht gebeugt. Kopf ist oben. Seitenwechsel. Noch einmal Seitenwechsel. Einmal lösen. Jetzt dreht euch auf eine Seite, egal auf welche, in den langen Seitenstütz. Ja, die untere Hand ist aufgesetzt. Obere Hand zeigt zur Decke. Oberes Bein ist gern vor dem unteren Bein, lass das Becken schön weit oben, lieber immer ein Stückchen höher als zu tief. Ja, schön Rumpftraining gehört dazu. Ja, zu den vielen mobilen oder schnellen Bewegungen ist wichtig, auch den Rumpf in der Mitte, ja, stabil zu halten. Seitenwechsel. Im Kampfsport ganz viel in der sogenannten offenen Kette arbeitet, also immer frei, der Körper ist fest, der Arm bewegt sich. Und für die Muskulatur ist es aber auch wichtig, stabilisierend trainiert zu werden und deswegen auch solche Stützübungen. Kommt in die Mitte, in Liegestützposition, gerne wieder die Knie ablegen. Aber wenn ihr möchtet, probiert es mal aus, lasst die Knie oben und legt euch mit der Brust zuerst ab und drückt euch dann über die Knie wieder hoch. Brustbein zuerst nach unten und dann wieder hoch. Ja, schön tief geht mit der Brust zuerst, Ellenbogen weit und dann drückt euch hoch über die Knie. Brustbein tief und dann über die Knie wieder hochdrücken. Dann ist das eine wunderschöne Bewegung. Einmal im Schultergürtel, die Schultern und unsere Liegestützkraft wird besser. Da.
oben bleiben, wieder aufstehen. So, linker Fuß ist vorne, Deckung ist oben. Was hatten wir vorher? Pushkick von hinten, richtig? Gut, also Deckung ist oben, ziehst das rechte Knie, Entschuldigung, heran. Und dann gibt es einen schönen Push nach vorne. Und los. Ja, und der Pushkick, der darf, als Orientierung, der darf hier landen. Ja? Bauch, Brust, hier, überall, wo ihr dann den Gegenüber wegtreten, wegschieben könnt. Und Push. Also nicht zwischen die Beine. Das ist etwas unangenehm. Dafür gibt es sogenannten Tiefschutz. Und ist auch sehr schön, wenn man den hat. Ja. Im Training, also im Sparring sinnvoll. Im Kampf Vorschrift. Da dürfen die Frauen sogar auch Brustschütze anziehen. Das ist immer ganz cool, finde ich persönlich. Ich bekomme dann auf einmal, naja, ein Doppel-D. Das ist ganz cool. Sieht ganz nett aus. Push. So, und jetzt schön den Arm. Gegenzug. Ja, Schwung. Und Push. Schön ausatmen. Linke Faust bleibt oben, rechter Arm zieht gegen. Sind ja mit dem rechten Pushkick unterwegs, richtig? Ja. Also, Push und zurück. Letztes Mal. Lösen. Rechts kommt wieder vor. Wir haben ein Jab, ein Kopfhaken, alles mit rechts, ein Aufwärtshaken mit rechts und ein linkes Knie. Ja, ich mache heute mal nur Knie und Pushkick, das wäre mir lieb. Also, Jab, Kopf, aufwärts, Knie. Ja, das ist, wenn der Gegenüber vielleicht rechts, links nicht so zu ist. Also, Jab, Kopf, aufwärts, Knie. Und immer mit jedem Schlag leicht reindrehen, hier die Hüfte mitnehmen. Spitzes Knie. Nochmal. Jab, Kopf, aufwärts und Knie. Go. Jab, Kopf, aufwärts und Knie. Und jeden Schlag schön mit Schmackes. Ja, vielleicht hat der ein oder andere von euch sogar einen Boxsack zu Hause hängen und trainiert an dem. Ja? Da sende ich jetzt gerade mal ganz liebe Grüße an Luc, weil ich weiß, er trainiert immer ganz fleißig am Boxsack. Das ist ganz cool. Ja? Ich habe auch einen und der ist gerade leider verbaut. Ja? Ich komme da gerade nicht ran. Sehr schade. Jab, Haken, aufwärts und Knie. Jab, Haken, aufwärts und Knie. Ja? Uppercut, aufwärts, Haken. Jab, Haken, aufwärts, Haken und Knie. Noch einmal. Und Knie. So, direkter Wechsel. Jab, Kopfhaken, aufwärts haken, rechtes Knie. Und go. Jab, Kopf, aufwärts und Knie. Ja, jeden einzelnen Schlag vollnehmen. Jab, Kopfhaken, aufwärts haken und Knie. Und nochmal. Jab, Kopfhaken, aufwärts haken, Knie. Bleib dran. Jab, Kopf, aufwärts und Knie. Jab, Kopfhaken, aufwärts haken und Knie. Schön kräftig durchatmen. Go. Jab, Kopf, aufwärts und Knie. Bleib dran. Jab, Kopf, aufwärts und Knie. Jab, Kopfhaken, aufwärts haken und Knie. Komm, kleines Stück noch. Jab, Kopf, aufwärts und Knie. Puh, langsam wird's warm. Ja, und ich ziehe das mit euch bis zum Schluss durch. Da ist nichts mit Cooldown. Was soll das? Können wir gleich gemeinsam selbst Cooldown machen. Ich nutze lieber jede Minute mit euch noch, um die Schläge, um die Kicks durchzuziehen. Komm, Endspurt. Jab, Punch. Komm, Jab, Kopfhaken, aufwärts haken, Knie. Lösen. Rechts ist vorne. So, wir haben ein Jab. Ein Kopfhaken, ein Aufwärtshaken, ein Knie, einen hinteren Punch und einen hinteren Haken. Ja, also Jab, Kopfhaken, Aufwärtshaken, Knie, hinterer Punch, Pam und Kopfhaken hinterher. Direkt Jab, Kopf, Aufwärts, Knie, Punch, Kopf. Sehr gut.
Jab, Kopfhaken, Aufwärtshaken, spitzes Knie, Punch, Kopf. Ja, sobald der Fuß hinten den Boden berührt, kannst direkt pam, pam als Gegenzug. Ja, du brauchst den Druck vom Aufsetzen. Jab, Kopf, aufwärts, Knie, Punch, Kopf. Ja, ruhig betonen. Nochmal. Jab, Kopf, aufwärts, Knie, Punch, Kopf. Schön schnell schlagen. Go. Jab, Haken, aufwärts, Knie, Punch, Kopf. Go. Bam, bam, bam. So, jetzt richtig schön heiß werden. Komm. Bam, bam. Jeder Schlag, 150%. Go. Punch, Kopf. Nochmal, Jab, Kopf, aufwärts, Knie, Punch, Kopf haken. Bam, bam, bam. Punch, Kopf, einmal noch, go. Jab, Kopf haken, aufwärts, Knie, Punch, Kopf. Locker, Seitenwechsel. Locker kurz die Arme. Bereit? Und go. Jab, haken, aufwärts haken, Knie, Punch, Kopf haken. Ja, dreht beim Haken den Körper mit. Jab, Haken, aufwärts, Knie, Punch, Haken. Ja, schön aus dem Körper mitschlagen. Jab, Haken, aufwärts, Knie, Punch, Kopfhaken. Und nochmal, go. Jab, Kopf, aufwärts, Knie, Punch, Kopfhaken. Schön mitdrehen, go. Jab, Haken. Pam, pam. Durchatmen, go. Letzte 45 Sekunden. Punch, Kopf. Bleib dran. Jab, Kopf, aufwärts und noch weiter. Kurz auf die Uhr gucken, richtig passt. Bam, bam, bam. Sehr cool. Komm, die letzten 10 Minuten von unserem Workout finden statt. Nicht von der Übung. Komm gleich. Die findet nur noch 30 Sekunden statt. Ja, ich habe einen Timer mitlaufen. So, dass wir immer eine halbe Ringrunde, also anderthalb Minuten, eine Übung machen. Bam, bam. So kommen wir am Ende auf ganz viele Trainingsrunden. Und wie? Komm. Jab, Haken, aufwärts, Knie, Punch, Kopfhaken, locker. Stellt euch weit hin. Es geht. Einmal nach unten. Und dann im Wechsel in den Push-Kick. Schön tief gehen. Und push. Tief und push. Und jetzt mal den Gegenzug wieder mit aufnehmen. Schön tief gehen und push. Tief und push. Ja, setzen. Tief und push. Tief und push. Schön weit nach unten den Po. Das Becken dann nach vorne schieben. Komm, tief und push. Tief. Und ihr dürft das gerne, wie gesagt, auch schneller machen. Und ihr wollt auch langsamer? Nee, 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 nee. Schneller als erlaubt. Oder langsamer nicht. Puh. Ja, Luca. Auf geht's, Frau Burbach. Schön vor. Tief und Kick, komm. Tief, Kick. Tief, Push. Immer wieder. Ja, die Kicks, die werden ganz schön böse. Und die Knie beugen. Tief und hoch, go. Tief und Kick. Deckung immer wieder aufnehmen. Tief, Kick. Tief, Kick. Go. Tief, Kick. Letztes Mal. Lösen. Lockern. Rechter Fuß ist vorne. Deckung ist da. Könnt ihr euch noch an eine der ersten Übungen erinnern, mit der wir uns warm gemacht haben? Diese Kniehebe-Variante. Ja? Kniehebe-Variante hört sich gut an. Das ist halt wirklich ein Block. Das heißt, wenn mein Gegner einen Kick auf den Oberschenkel landen möchte oder auf die Rippe, mache ich mich hier zu. Ja? So, und was ich jetzt mache, ich mache einen Block, schnapp ihn und ziehe mein Knie als Gegenbewegung rein. Ja? Deckung ist oben. Also, rechtes Knie hoch, Ellenbogen ist außen, schnappe, linkes Knie weit nach vorne. Und nochmal Block und Knie. Und wieder zurück. Und nochmal Block und Knie. Und Block. Knie. Scheiße. Deckung
aufschnappen. Ich gleich beides miteinander verbaselt. Deckung oben und Block und Knie. So, nochmal Block und jetzt hinteres, vorderes Knie. Wir nehmen nochmal zwei Knie hintereinander. Bereit? Block, hinteres, vorderes Knie. Ja? Sei brutal. Go, Block, Knie, Knie. Schön den Fuß spitz, wieder zurück. Nochmal, Block, Knie, Knie. Zweimal. Block, Knie, Knie. Einmal mehr, Block, Knie, Knie. Zurück, links ist vorne. Block links, rechtes Knie und ihr linkes Knie hinterher. Ja, haben wir schon die Übung vorher gemacht. Also, Block, hinteres Knie, vorderes Knie und zurück. Deckung ist oben. Block, hinteres Knie, vorderes Knie. Block, Knie, Knie. Schön spitz nach vorne das Knie. Und nochmal, Block, Knie. Sehr schön. Block, Knie, Knie. Ja, Block, Knie, Knie. Schönes Knie weit nach vorne. Kräftig ausatmen. Und Block, Knie, Knie. Jetzt dreimal. Und Block, Knie, Knie. Block, Knie, Knie. Einmal noch. Block, Knie, Knie. So, zurück. Füße weit. Schlag die Hände raus. Lang nach vorne. Jab Punch. Schön auf Kopfhöhe halten. Jab Punch. Schön lang nach vorne. Schultern sind tief. Aufwärts hacken. Schön hoch. Kopfhaken. Nach vorne. Jab Punch. Aufwärts haken. Ja, schön auf Frequenz. Seitwärts haken. Jab Punch. Schön lang nach vorne. Immer wieder zurück zum Körper. Aufwärts haken. Seitwärts haken. Und letzte Runde. Jab Punch. Aufwärts haken. Seitwärts. Dann kannst du dich freuen. Gleich kommt die letzte Runde Liegestütz. Das ist die vorletzte Übung. Wir sind da noch nicht fertig. Lösen. Komm nach unten. Knie oder Zehenspitzen. Deine Variante. Und komm ganz runter und wieder hoch. Dann letzte Runde Liegestütz. Kopfplatzchen oben, Brustbein nach unten. Go. Schön tief und hoch. Berühr den Boden. Ja, komm schön tief und wieder hoch. Weit nach unten und hoch. Einatmen und ausatmen. Schön tief und hoch. Auf geht's. Letzte Runde. Ich weiß, die Arme, die brennen jetzt schon. Ja, die Brust kommt ganz runter und hoch. Bleib dabei. Ganz runter und hoch. Schön tief und hoch. Ellenbogen sind weit. Schön tief und hoch. Komm. Letzte Sekunden. Und fragst, wie lange sind denn die Sekunden noch? Lange. Komm, tief und hoch. Letzten 10 Sekunden laufen. Und das nächste Mal oben Stopp. So, jetzt kommst du noch einmal in die Kniebeuge. Wie sieht man denn aus? In die Position. Machst du noch eine Runde. Ausfallschritte mit Kicks.
Dein rechter Fuß bleibt vorne, dein linker Fuß geht nach hinten, du kommst hoch und pushst nach vorne. Geh ganz nach unten und push. Das ist die letzte Runde. Rechts und dann auch links. Also schön tief gehen und push. Die Deckung schön oben lassen. Noch. Und jetzt mit Gegenzug arbeiten. Ja, linker Arm fällt die Hüfte, schwingt weit vor. Tief und hoch. Komm, schön tief und hoch. Rechte Faust bleibt von oben. Nur der linke Arm, der fällt, der zieht gegen. Komm, letzten Sekunden. Oben, stopp. Wechsel die Seite. Links ist vorne. Du gehst tief und hoch. Push, Kick. Schön tief nach unten und push. Schön tief nach unten und push. Weit nach unten und nach vorne. Ja, geh tief und vor. Tief und vor. Hinteres Knie bis ganz zum Boden. Komm. Lass den Arm wieder mitfallen. Bring die Hüfte weiter nach vorne. Sehr gut. Ganz runter und hoch. Tief und hoch. Einmal noch und stopp. So, meine Lieben, lockert die Beine, die Arme mal durch. Yay! Ihr habt's geschafft. So. Und dafür knie ich mich einmal hin. Das ist nämlich dann, das ist der normale Start. Kickboxen immer schön. Hinknien. Luca, setz dich ruhig auch nochmal hin. Und ihr alle dürft euch einfach gerne auch nochmal auf die Unterschenkel setzen. Euch auf die Fersen setzen. Ja. So wird gestartet. Begrüßt im Thai-Boxen. Kickboxen manchmal im Stehen. Aber wichtig ist, dass die Begrüßung und auch die Verabschiedung da ist. Ja. Ich fand es sehr cool, dass ihr mitgemacht habt. Morgen früh geht's weiter, ich glaube um 10. Ein ganz normaler Homeworkout. Ja, wenn euch das Kickboxen gefallen hat, gebt mir gerne Rückmeldung. Kann man dann wiederholen. Kommt vielleicht am Sonntag, mal gucken. Gebt mir einfach Rückmeldung. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß, bleibt in Bewegung. Das ist immer wichtig. Bleibt dabei, okay? Einmal groß machen. Und dann einmal verbeugen und laut Us rufen. Vielen Dank. Einen schönen Tag. Bis bald.